Herzlich willkommen, Leute, zurück zu Metro. Oh Gott, ich kann nicht sprinten. Ah, Gott. Wir haben gerade einen Bossfight gegen die Bärenmama. Oh Gott, lass mich bitte weg. Okay, die Viecher helfen mir, oder was? Sah gerade danach aus. Jo, die helfen mir. Geil. Sie verschützt ihren Rücken. Ist auch verletzlich. Treffer. Okay, Jungs. Greift sie an, los. Lenkt sie ab. Oh Gott. Ah, die ist geil auf mich. Hilfe. Schnell Sim. Ja, so ist gut. Hey, nicht mich. Alles klar. Junge, ich dachte, wir sind verbündet. Was soll die Scheiße? Okay, Versuch Nummer 2. Ich glaube, ich nehme mir noch so eine Brandbombe mit. Sie beschützt ihre Kinder. Pass auf! Ja, ich treffe sie nicht. Wow. Friss Feuer! Nein, nicht mich angreifen. Sie beschützt ihren Rücken. Ist auch verletzlich. Nicht mich angreifen, habe ich gesagt. Verdammt nochmal. Ich bin doch auf eurer Seite, ihr Mistkerle. Oh Gott, sie ist wieder hinter mir her. Und ich habe keine Granaten mehr. Okay, die normalen bringen mir nicht viel, die explodieren zu spät. Ich brauche Filter. Ah, ich habe gleich keine Muni mehr. Es wird langsam eng. Vielleicht mit dem Scharfschützengewehr mal auf ihren Rücken. Okay, das hat's nicht gereicht, um sie zu töten. Ich lauf einfach. Ich lauf, bis die Telepathen wiederkommen. Die müssen mich jetzt retten. Aber Artyom sprintet nicht, er sprintet einfach nicht. Er möchte nicht, er möchte gerne sterben. Er hat genug vom Leben. Ja, sie ist immer noch dabei. Oder haut sie jetzt rein? Ah, sehr gut. Sie haut rein. Und natürlich gehen die sofort auf mich, wenn sie weg ist. Ich zieh durch. Jo. Die tut mir fast ein bisschen leid. Das ist ja... Das ist nicht okay. Ich erlöse dich. Oh
Oh, ich habe sie gerettet. Das kann man sich ja nicht mit angucken. Leute! Gott sei Dank bist du noch. Du hast deinen Freund mitgebracht. Moment, ist das? Artyom, dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller. Dann bringen Sie ihn weg von mir. Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Na du, nicht so haarisch, mein Freund. Der ist ein Guter. Vertrau mir. Wie kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom. Das gefällt mir nicht. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Moment. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Mein Volk, die sind drinnen und schlafen. Okay. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Wacht auf, ihr Bastard! Waren wir schon wieder auf einem Pilztrip? Was ist denn jetzt? Oberst, können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Das klingt doch fair. Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Mosquins Gedanken für uns offenzulegen. Oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Die letzte Chance für den Frieden, ja. Gehen wir rein. Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabruskaya. Und wir haben Mosquin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen.
Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte und sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Keim zu ersticken. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro ergriffen. Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitzky, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Ja und? Außer Artyom gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten haben versucht, ins Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Moskvin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja, Moskvin hat zum Krieg gerüstet. Aber nachdem die Polis vorgeschlagen hat, dass wir die Reichtümer aus D6 teilen, stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu. Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Moskvin, was macht er denn für einen Unterschied? Er ist nur eine Marionette in Korbuts Händen. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben Sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Mir nach. Warum denn so abfällig? Der Junge ist doch voll nett. Bitte um Erlaubnis, Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Korneev an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Ja, dann hoffen wir mal, dass das alles gut ausgeht. Gott, hoffentlich klappt das. Mach dich bereit, Artyom. Bleib nah bei dem Kleinen. Kura-Genossen, es soll Frieden herrschen. Im Namen unserer Kinder. Sie sind ein Lügner! Komm, haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache. Glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wachen, schaffen Sie diesen Mann weg. Ranger, wegtreten! Artyom, Kleiner, ihr seid dran! Okay, spielen wir ihn jetzt? Wir spielen ihn, alles klar. Okay, das sieht sehr interessant aus auf jeden Fall. Wow. Was war das? Lauf ich falsch? Ach, ich muss durch die Tür. Sie müssen mich dabei unterstützen. Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen, die den Tod Ihres Bruders betreffen. Ich hatte ein Gespräch mit angehört zwischen Ihrem Bruder und seinem Berater über die Bedrohung, die Sie darstellen, und über Wege, sie zu eliminieren. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder.
Er glaubt, dass sie sich übergangen und betrogen fühlen. Er fürchtet, dass sie ihn stürzen werden. Er ist total verrückt. Total. Dem werde ich was erzählen. Worte allein werden seine Pläne für ein Attentat nicht abwenden. Nein, sie müssen zuerst zuschlagen. Ah, also hat er ihn manipuliert, ja? Wahrscheinlich hat sein Bruder nicht mal irgendwas vorgehabt. Maxim, Bruder, ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Es war ein Streit um gar nichts. Lass uns einen trinken. Klar, Bruder. Was? Du strafst mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Es war deine Schuld. Wer wollte mich denn tot sehen? Korbut hat dich verraten. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Alles nur wegen dir. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Bruder. Für mich gibt es keine Vergebung. Aber dennoch... Also etwas gegeben. Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja, ich habe es getan. Ich habe ihn vergiftet. Ich, nicht Korbut. Ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Und er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade die Sechs. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbuts Hände fällt, das Ende. Abschaum. Aber Sie sind der Anführer! Befehlen Sie es ihm! Seid verdammt! Rufen Sie die Truppen zurück! Halten Sie sie weg! Hier können wir nichts mehr machen! Etwas Zeit, Beeilung! Zu schließen. Schneller! Was für zum Bahnsteig! Sind Sie! Verdammt, ich werde D6 nicht aufgeben! Mir nach! Okay, dann kommt's wohl jetzt zur großen Entscheidungsschlacht, so wie es aussieht. Der Menschheit machen sich in ihrer letzten Schlacht Gegenseitigkeit. Es ist nicht sein Krieg. Ich hoffe, er konnte uns vergeben. Mir vergeben. Für das, was wir seinen Brüdern und Schwestern angetan haben. Seiner Mutter und seinem Vater. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das heben wir uns für die nächste Folge auf.
Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge zum vermeintlich großen Finale. Ich denke mal, das wird jetzt die große Entscheidungsschlacht. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye-bye.